Bitte, wenn ihr Jack Heck für eine pädagogische Entdeckung haltet, dann ist euch auch nicht mehr zu helfen. Ja, du bist auch keine. Das haben wir schon ein paar Mal gemerkt. Na, das wird aber jetzt Zeit. Okay, zwicken wir es. Extra fürs Deutsch-Abi. Ich muss mit euch sprechen. Wo ist Sally? So, jetzt hört mir mal gut zu. Wegen dieser Vorkommnisse ist eine Kurskonferenz anberaumt. Vorher wird die Schulleitung mit euch sprechen und hören wollen... Sally, wie siehst du denn aus? Und hören wollen, was jeder dazu zu sagen hat. Da gibt es nichts mehr zu sagen. Meine Damen, das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Ich bin ehrlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jack zu so etwas in der Lage ist. Sie sind ja auch ein Mann. Können wir jetzt reingehen? Da startet nämlich gleich unser Französisch-Abi. Entschuldigung, aber wir wollen nicht mit Jack Heck in einem Raum sitzen. Und außerdem ist das eine Zumutung für Sally. Ich würde Ihnen dringend raten, bis zur endgültigen Klärung des Sachverhalts keinerlei Selbstjustiz oder Vorverurteilung zu praktizieren. Und wenn Sie sich jetzt nicht augenblicklich an die Lösung Ihrer Aufgaben machen und Ihre Ruhe einkehrt, dann breche ich die Prüfung ab. Was das bedeutet, brauche ich nicht auszuführen. Sally, diese angebliche Vergewaltigung war letzte Woche. Das ist frisch. Ja, von gestern Nachmittag. Rosalie, das würde bedeuten, dass Jakob Heck dich zum zweiten Mal. Willst du das wirklich behaupten? Sie halten mich für eine durchgeknallte Schlampe, stimmt's? Nein, das stimmt nicht und das weißt du ganz genau. Seh doch, wie das in euren Köpfen so rumtickert. Was? Hier geht's darum, die Wahrheit rauszufinden. Und zu verhindern, dass ein hochbegabter Junge zu Unrecht angeklagt wird. Zu Unrecht? Guten Abend. Oh ja, kann ich auch eine haben? Ja, gerne. Sie auch? Nein, danke, ich hab's auch mal. Seine Kleidung haben wir ins Labor geschickt. Alles voller Blut. Bitte. Ja, und das hat er in der Jacke gehabt. Ein Handy, Taschenmesser, Bargeld im Wert von 10.000 Euro und Schmuck. Nicht mein Stil. Hey, Sie, kommen Sie da bitte mal raus. Was soll das? Hände hoch und dann raus hier. Ist das der Mann? Ja. Er hat einer Frau ein Fläschchen gegeben. Und dann wollte er sofort aus dem Bus. Was wollten Sie in dem Bus? Das werde ich gewollt haben, Mann. Helfen wollte ich. Und was ist das da? Hä? Das wollten Sie wohl verschwinden lassen? Das wollte ich verschwinden lassen, das habe ich nur aufgehoben, Mann. Das werden wir ja sehen. Sie sind vorläufig festgenommen. Hände aufs Dach und Beine breit. Ja, Mann, wie auch soll ich noch sagen, ich habe mit der Sache nichts zu tun. Na klar. Oben im ersten Stock. Danke. Jens, sowas musst du mir vorher sagen. Kind, das ist das Schlimmste. Es tut mir wirklich leid, Jens. Ich dachte, du kennst das. Bei Kindern ist das anders. Können Sie schon etwas über die Todesursache sagen? Vermutlich Tod durch Ersticken. Keine Spuren eines Kampfes. Genaueres muss Ihnen der Gerichtsmediziner sagen. Na, das wird aber jetzt Zeit.